Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Reif und ich führe dich mit diesem Video durch das Arbeitsblatt Logarithmusfunktionen. Bevor wir jedoch mit dem ersten Fenster starten, beziehungsweise mit dem einleitenden Beispiel, möchte ich dir ans Herz legen, schau dir nochmal Exponentialfunktionen an. Die Lernerfolge nach diesem Arbeitsblatt sollten sein, dass wir die Definitionen des Logarithmus verstehen, dass wir auch wissen, wie man verschiedene Logarithmen im Taschenrechner eingibt, denn der Taschenrechner kennt meistens nur den LN und den LG. Und wir brauchen Logarithmen verschiedener Basis. Damit können wir dann Exponentialgleichungen exakt lösen. Wir werden auch Rechenregeln der Logarithmen kennenlernen, beziehungsweise im letzten Video diese sogar begründen. Wir werden den Logarithmus als Umkehrfunktion der Exponentialfunktion verstehen lernen, damit man auch wirklich die Verbindung zwischen Exponentialfunktion und Logarithmusfunktion besser versteht, um damit schlussendlich Logarithmusgleichungen nach Kochrezept zu lösen. Hier beginnen wir mit einem einleitenden Beispiel. Stell dir vor, du hast 500 Euro Kapital, zum Beispiel auf einem Sparbuch, das jährlich mit 2% verzinst wird. Gefragt ist nun eine Formel für das Kapital nach n Jahren. Du wirst bei den Videos öfter sehen, dass ein grauer Balken aufpoppt und der hält dich dazu an, das Video zu stoppen und dir den folgenden Schritt zu überlegen. Solltest du dir das richtig überlegt haben, müsste jetzt die Formel 500 mal 1,02 hoch n dastehen. Schauen wir uns nochmal an, wie man zu dieser Formel kommt. Also, wir suchen eine Formel für das Kapital nach n Jahren. Beginnen wir mal induktiv. Wir fangen an mit dem Kapital nach 0 Jahren. Also es ist der Zeitpunkt, wo wir die 500 Euro einzahlen. Nach dem ersten Jahr wächst es um 2% an. Das heißt, die 500 Euro plus die 2% von den 500 Euro kommen dazu. Also 1,02 mal 1,02. Das wäre dann das Kapital nach einem Jahr. Dieses Kapital nach einem Jahr wird dann wieder im zweiten Jahr verzinst. Wieder um den gleichen Zinssatz. Das wäre dann das Kapital nach 2 Jahren. Okay, und das geht so weiter, bis wir beim Jahr N angekommen sind. Das muss man halt irgendwie da so notieren, dass das eine n-malige Multiplikation ist. Aber dafür haben wir auch die Exponentialschreibweise in der Mathematik eingeführt. Also kann man auch leicht schreiben 500 mal 1,02 hoch n. So, als nächstes steht hier, dass wir uns das Kapital überlegen müssen, also den Zeitpunkt überlegen müssen, wann das Kapital auf 1 Million Euro angewachsen ist. Dazu nehmen wir den Taschenrechner zur Hand und tasten uns einfach an das Ergebnis heran. Versuchen wir mal K von 200 Jahren. Also wie groß ist das Kapital nach 200 Jahren? Dazu müssen wir rechnen. 500 mal 1,02 hoch 200. 200 ist jetzt die Anzahl der Jahre. Okay, mein Taschenrechner sagt mir, es sind ca. 26.000 Euro. Also ungefähr 26.000 Euro. Okay, versuchen wir vielleicht nach 300 Jahren, also K von 300. Ich gebe es wieder in den Taschenrechner ein. 500 mal 1,02. 500 mal 1,02 hoch 300. Na gut, das sind dann schon 190.000, also circa 190.000 Euro. Und wenn du das so weiterführst, wirst du sehen, das erste Mal, wo auf dem Konto bzw. das Kapital auf mehr als 1 Million angewachsen ist, wirst du herausfinden, wird bei 384 Jahren sein. Da ist es ungefähr 1 Million Euro. Darum können wir hier 384 Jahre eintragen. Die restlichen Videos befassen sich hauptsächlich damit, wie man eine Exponentialfunktion dieser Art exakt lösen kann. Also dranbleiben und bis zum nächsten Video.